Jo, was geht ab, Freunde? What's poppin', YouTube? Und willkommen zu einem Petri Barcelona Squad Builder Battle. Petri hat ein Info bekommen auf seinem Bild. Weiß nicht, wonach er sucht. Vielleicht nach der Europa League nach dem heutigen Tag. Ging ganz knapp in die Hose. 3:3 hat Barcelona gegen Inter Mailand in der Champions League gespielt. Und jetzt muss alles dementsprechend laufen, dass Barcelona noch weiterkommt und nicht Europa League spielt. Ich bin krass gespannt. Heute gibt es aber in Petri SBB eine super Karte, ein super Typ. Der Typ ist zu krass und ich würde es Barcelona gönnen, in die K.O.-Runde zu kommen. So ein Ding ist das. Die gehören einfach in die K.O.-Runde, meiner Meinung nach. Und mit dabei ist heute das erste Mal in FIFA 23 Onkel Frederick. Yo, Leute, was geht ab? Frederick auch mit am Start. Und ja, Barcelona, ehrlich, ich weiß nicht, was mit euch los ist. Was ist da los? Wie, du bist doch sogar Fan, ne? Ja, Bro, das geht nicht. Das geht gar als nicht. Fan mit Herzschmerzen und so. Ich fühle euch Fans. An alle Barcelona-Fans, ich fühle, was ihr fühlt. Freunde, lasst gerne ein Like da, wenn ihr wollt, dass Barcelona in die K.O.-Phase kommt. Oder lasst allgemein ein Like da. Jesse, wie viele Likes haben wir rauskloppen? Kommt, Jungs, magische Kombo 7777 Likes. Das wäre köstlich, Freunde. Pusht euch, das ist eine Challenge für euch. Lasst ein kostenloses Abo da. Heute wird so sein, dass der Top-Spieler, das heißt Petri, auf Full-Chemie sein muss. 30 Chemiepunkte brauchen wir und das sind die Regeln. Let's go. So, genug gelabert. Wir fangen an reinzuhalten und ich würde sagen, du darfst deine Spieler als erstes einfügen. So ein Ding ist das. Komm, du machst links Mittelfeld, linker Sturm, nicht, by the way? Ja. Ja, okay, perfekt. Starten wir bei linken Stürmer und das ist eine POTM-Karte. Marcus Rashford und im linken Mittelfeld. Upala, was das denn? Da wollte er den Inform spielen. Gabriel Martinelli müsste er noch fix kaufen, da habe ich nur die Goldkarte im Verein. Aber ja, der Kollege macht das auf jeden Fall. Rashford und Martinelli, das heißt, der Typ geht in die Premier League. Ich habe komplett La Liga aufgeschrieben. Inform Martinelli oder was? Jö, der ist auch auf Frust gekommen. Du dir gar nicht, glaube ich, kaufen. Kann der überhaupt Stürmer? Der kann doch nur LM und links Flügel. Ja, der spielt doch links Mittelfeld und Sturm spielt Rashford. Ach, Sturm Rashford, ich habe andersrum gedacht. Hast du den POTM? Ja, meinte ich doch, ja. Hör doch zu. Ja, einer übertreibt mit Rashford POTM. Einer ist mutig hier heute. Du weißt, wenn ich den discarde, wenn ich den treffe am Ende, falls ich gewinnen sollte, darfst du den nie wieder zocken, ne? Also dann nicht. Ist der weg. Passiert nicht. Ich bin gut. Patch hat mir geholfen. Muss echt. Meinst du? Ja, Patch ist super Sache. Sag ich so, wie es ist. Ich hab Patch noch nicht ausprobiert. Also ich habe noch gar keinen Plan. Das wird das erste Spiel beim Patch sein. Ich werde euch meine Meinung dazu noch sagen hier heute. Okay, halt du auch gerne rein. Jo, safe. Ich bin auf jeden Fall am Start. Zwei Namen stehen drauf. Okay. Bei mir gibt es ja auch den linken Flügel und Stürmer. Ich habe ja die 4-2-4-Formation heute mitgebracht. Und mein linker Flügel ist eine Road to the Knockout-Karte. Habe ich mir gerade für diese Aufnahme gekauft. Linksfuß, der wird dir den ein oder anderen Außenriss... Ah, ich glaube, Außenrissschüsse gehen nicht mehr so gut, ne? Ich wollte gerade sagen, reinfetzen, aber wenn die gepatcht wurden, weiß ich nicht. Mal gucken, werden wir ausprobieren. Ist Foden. Foden Road to the Knockout. Und passend zu Foden habe ich momentan den besten Stürmer auf dieser Erde am Start. Der Typ ist nicht von dieser Welt. Eigentlich müsste der auf dem Mars oder so spielen. Keine Ahnung, irgendwo auf einem anderen Planeten. Erling Haaland. Info. Der Mann will Tore schießen, ja? Ja. Der Mann will sehr viele Tore schießen. Ich habe Depay und Danjuma aufgeschrieben. Oh, Danjuma hat aber auch eine krasse Karte, SBC-Karte, ne? Ja, die war hart, die ist hart, die nicht war, die war sehr hart, die ist sehr hart. Also wer die gemacht hat, Freunde, die könnt ihr auf jeden Fall mit gutem Gewissen zocken. Safe. Wir gehen rüber auf die andere Seite, come on. Okidoki, Leute, erste Runde, wir dürfen beide mit kompletten Spielern spielen, aber das wird sich jetzt auf jeden Fall definitiv ändern. Ich habe da den einen oder anderen Kandidaten aufgeschrieben und ich bin der guten Zuversicht, dass da einer auf jeden Fall heute mit einem Bronzestürmer. Keeper, besser gesagt, ausgetauscht wird. Nicht? Ich glaube, mein Stürmer darf spielen, weil ich habe direkt meine dritte Liga dabei. Und ja, Freunde, der Typ kann Lengthy. Das ist nämlich einer von Juventus Turin. Die schneiden auch so scheiße gerade in der Champions League ab, ne? Was die machen, das ist Katastrophe. Aber egal, er ist auf jeden Fall einer der Besten, es ist Vlahovic. Super Typ, ich merke gerade, ich spiele gefühlt nur mit Linksfüßern. Deswegen muss jetzt mal ein Rechtsfüßer dran, damit wir auch die Rechtsfüßerquote bedienen. Und da habe ich auf dem rechten Flügel jemanden, das ist eine SBC-Karte. Also ich habe auch eine Karte aufs Spiel gesetzt, die ich nie wieder spielen darf. Aber die ist eigentlich Linksflügel. Aber das Geile an FIFA 23, dass man so Karten dann auch auf Rechtsflügel zocken kann, wenn das deren Secondary Position ist. Und das ist deine Secondary Position. Und zwar Sterling, OTW. Achso, ich muss ja noch einen einfügen. Ich dachte, ich bin schon fertig, lol. Dann gibt es ja noch den ZM. Da kommt nämlich jemand von Barcelona. Digga, ich habe gerade drei verschiedene Ligen eingefügt, merke ich gerade. De Jong ist das in dem Fall noch. Ah, was soll ich sagen, Mann? Ich habe rechts Rafinha aufgeschrieben, im Sturm Lewandowski. Da kannst du dreimal raten, wer der dritte Barcelona-Spieler war. Nicht De Jong. Definitiv korrekt. Kessié war's. Wer?
Kessier. Boah, den habe ich auch, ne? Auch diese SPC-Karte. Ja, ich dachte schon, das war so ein Spieler, den kann man gut reinpacken auf den. Dachte so, der wird safe spielen. Aber nein. Nee, heute macht's de Jong, der ist auch super. Also darf ich alle behalten? Ja, Stand jetzt, darfst du alle behalten. Stark. Macher-Team. Keine Lacher sind das, das sind Macher-Freunde. Und ich habe auch ein gutes Gefühl bei dir irgendwie. Ich weiß nicht warum, erzähl mal. Guck mal, starten wir mit meinem rechten Stürmer. Das macht heute, guck mal, ist auch ein Kollege, der Lentley kann. Echt? Mhm. Wer? Memphis Depay. Depay? Ja. Das vielleicht ein bisschen obvious. Ja, Barca-Link, weiß ich nicht. Du brauchst auch noch die Barca-Links, ne? Ja. Leute, wir machen weiter, gehen wir zum rechten zentralen Mittelfeld. Und das macht heute eine Karte von Paris Saint-Germain, Carlos Soler. Also wir gehen hier auch auf jeden Fall in die nächste Liga. Und im rechten Mittelfeld habe ich mich für eine Karte entschieden. Das heißt Schirm. Dieses FIFA kannst du ja alles spielen. Pace ist ja nicht mehr so wichtig, ist einfach relevant, was für einen Laufstil die haben. Busquets. Hi, Bro. Rechts Mittelfeld. Pablo Sarabia. ZM macht Carlos Soler. Ey, du bist so verwirrend. Hast du nicht eben gesagt, RM spielt Dings? Carlos Soler? Nein, im RM spielen wir Pablo Sarabia. ZM ja, ist Carlos Soler. Ja. Du bist manchmal, ich bin manchmal verpeilt. Der kann sogar RM spielen. Du hast sogar recht. Ja, deswegen habe ich schon gedacht. Aber ich hatte Depay gesehen, ne? Aber ich dachte vielleicht, du willst Martinelli auf Full Chemie kriegen mit dem Perfect Link mit Gabriel Jesus. Ich habe einfach Gabriel Jesus aufgeschrieben, wie so ein Jockel. Oh, dann habe ich De Jong aufgeschrieben, weil ich dachte, du brauchst einen Barcelona-Spieler. Aber du machst das clever mit den Spaniern aus PSG, ne? Ja, natürlich. Macht der gut. Clever, hier mit IQ und so heute unterwegs. So nämlich, ne? Natürlich. Okay, Außenverteidiger. Da muss ich jetzt was erraten. Die kann ich eigentlich. Da bin ich guter Dinge. So, wir sind schon bei der vorletzten Runde angekommen, ne? Ha? Es wird Zeit. Aber langsam wird es auch enger, weil man muss am Ende auch auf ein bisschen Chemie kommen. Deswegen kriegt man da immer mehr und immer mehr Anhaltspunkte. Ich halt rein, okay? Alright, also starten wir mal Linksverteidiger. Und ja, wie Tim schon richtig meinte, ist der hier ein bisschen Martinelli und so Linken. Aber es ist keiner von Arsenal. Es ist jemand von Manchester United, Luke Shaw. Und auf der Rechtsverteidigerposition, ja, kurz und schmerzlos, neu die Mukiele. Mukiele? Ja. Wie? Ja, er kann Rechtsverteidiger, Bro. Da kann okay, das heißt, jetzt muss Petri noch auf Full Chemie kommen in der Innenverteidigung. Okay, jetzt habe ich krasse Anhaltspunkte, weil Petri hat noch 2 Chemie. Der muss auf 3 kommen, ne? Das ist dir klar. Ja, macht dir kein Problem, Bro. Okay. Ich werde so auf den Petri-Link gleich gehen. Ich werde so schwitzen, dass ich deinen Innenverteidiger oder Torwart hole. Boah, bin ich mal gespannt. Okay, du darfst beide behalten. Ich hatte Jordi Alba und Carvajal. Machen wir mit meinen Spielern weiter. Da habe ich gerade ein bisschen Schiss, um ehrlich zu sein. Warum? Soll ich rauskloppen? Ah, komm, klopp raus das Ding. Klopp raus, macht er gut. Genau. Kleiner Insider, keiner kann leider mitlachen. Leider schade, aber egal, die richtigen Leute, die das Video sehen werden, können mitlachen. Rechtsverteidiger Dumfries. Guck mal hier, auch schlau gemacht. Link zu Vlahovic, Link zu De Jong. Und wenn das. Ich habe ihn auch gesehen, wieder in den Verein getan. Sorry, der sollte nicht wieder in den Verein gehen, der sollte eigentlich spielen. Hier ist er wieder. Darf er spielen? Ja, ne? Ja, safe. Okay, und Linksverteidiger, da mache ich Gaia ein bisschen mehr Chemie durch. Okay. Petri, ich habe ja Gaia schon gesagt. Junge, ich bin. Digga, Freunde, ich stehe komplett neben der Spur heute, verzeiht mir. Ich habe Gaia und der Link zu Petri. Petri ist cool. Ja, so wie auch immer. Araujo und Cancelo habe ich aufgeschrieben. Ich hab so ganz kurz an Dumfries gedacht, aber ich dachte mir so. Araujo? Kann der Außenverteidiger? Oh, Digga, du lernst heute Sachen, ne? Geisteskrank. Kann der auch? Was kann er denn? LV oder was? RV kann der Kollege spielen. Oha. Ja. Das ist heftig, wusste ich nicht. Okay, volle Teams bis jetzt. Aber wisst ihr, was ich bei vollen Teams immer mag? Am Ende kann man keinen Bronzespieler discarden. Das schmeckt auch immer gut. Aber ich glaube, jetzt wird's richtig. Jetzt wird's richtig ernst. Let's go, letzte Runde. So, Leute, riesengroßes Finale. Es kann nicht sein, dass wir beide mit vollen Teams spielen. Wäre auch witzig auf jeden Fall. Wir haben noch nie gegeneinander gezockt, ne? Von der ehrlich. FIFA 23 noch nicht, ne? Gar nicht. Aber komm, ich halte in die Kamera. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob da der ein oder andere Halunke mit auf dem... Bei mir wird's jetzt teuer, Jesse. Bei mir wird's jetzt teuer. Rechter Innenverteidiger, Hero. Hast du einen Hero auf dem Schirm gehabt? Nö. Falls du noch einen Schirm gehabt hast, bitter für mich. Falls nicht, bitter für dich. Denn ich spiele Lucio. Lucio, der wird heute über das ganze Spielfeld rennen und den Schnittpass spielen zum Tor. So ein Ding, so wie früher. Dann habe ich die zweite Road to the Knockout-Karte am Start. Sheesh. Nochmal Juventus Turin. Sehr auffällig. Vlahovic hat noch ein bisschen Chemie gebraucht. Kriegt er durch Bremer. Und im Tor gehe ich zurück in die Premier League, damit Haaland und Foden und Co. noch ein bisschen Chemie bekommen. Da gehe ich mit dem Chelsea-Keeper und zwar mit Mondi. Ah, egal, 30 Chemiepunkte.
behältst alles so, wie es ist. Super Sache, super gemacht. Ja, was komm. Redest du? Was hast du aufgeschrieben? Doch. Ich habe Devry aufgeschrieben, ich habe Tomori aufgeschrieben, ich habe meinen Nan aufgeschrieben. Was? Ja. Ich hatte den Riecher, aber nicht den komplett richtigen Riecher. Digga, ihr fragt euch gerade, warum ich was gesagt habe. Ich wollte erst diese Kombi machen, aber ich dachte mir, nee, drei Goldkarten, langweilig. Du wolltest alle drei spielen? Niemals! Ja, alle drei! Geil, ich wollte, glaube ich, Tomori, Kalulu und Manjong. So wollte ich irgendwie machen oder so. Irgendwie sowas. Aber dann habe ich die drei gesehen und dann habe ich das gemacht. Egal, habe ich ja nicht. Ich habe ein volles Team. Bub, ich bin aufs Ganze gegangen, Freunde. Ich habe gepokert. Mal gucken, ob ich richtig gepokert habe. Ich bin krass gespannt, was du jetzt gemacht hast. Erzähl mal. Auf was bist du gegangen? Auf Spanien oder auf Barcelona? Sag ich dir nicht. Erzähl du. Sag doch einfach. Sag du doch. Okay, ich sag, easy. Erstmal bin ich in Innenverteidigung auf Frankreich gegangen. Weißt du, weil wir müssen den Pool groß halten. Mathematik, ne? Schwierige Wahrscheinlichkeit, was zu catchen. Erster Verteidiger, Saliba. Zweiter Verteidiger, macht Fofana. Wo ist der Kollege? Und ja, alle guten Dinge sind drei, ne? Da musste ja irgendwo der Barca-Link her und ich bin auf Testing gegangen. Nein! Ja! Nein! Schreib doch einfach Testing auf, Wake! Was redest du? Doch, ich hab so mit Feuer gespielt und ich hab gewonnen. Super Sache auf jeden Fall. Was laberst du? Doch. Ich hab Laporte, Ramos und De Gea. Ich bin komplett mit den Spaniern aus der Premier League, Ligue 1 und Co. gegangen. Digga! Das erste SBB, wo es zwei volle Teams gibt, bei mir auf dem Kanal und bei den anderen, mit denen ich bis jetzt aufgenommen habe. Sonst wird immer was erraten. Wir haben zu krass gebaut, glaube ich, wir beide heute. Wir haben ehrlich diese komplett Mastermind heute. Mike ist gut. Heute ehrlich Mastermind. Egal, das kannst du ehrlich schmecken. Ich freue mich drauf. Brudi, man kann keine Ausrede finden, ne? Mit so, ja, ich habe Bronzetorwart und so, das ist verloren. So gibt's heute nicht. Heute ist dieses Verloren ist verloren, ohne Ausrede. Stimmt ehrlich. Okay, komm, ich lade dich ein. Umbrella FC. Hast du Umbrella oder was? Du Regenschirm FC. Okay. Ich würde sagen, auf geht's. Ich bin gespannt, wer das Ding hier gewinnt. Es könnte auf beiden Seiten schmerzhaft werden. Aber Haaland und Petri und Co. haben, glaube ich, heute was dagegen, dass du gewinnst. Sag ich dir, wie es ist. Ja, nicht so verstanden. Petri! Mhm. Billie Jean, not my lover. Hey, wonderful! Und der Back. Was? Mit Back einfach. Das ist zu viel. Ja, mal hey. Ich brauch diesen Platz. Schon mal richtig dabei gewinnen. Das ist Sarabia! Ja, und da ist er nämlich auch. Und da ist er weg. Ey! Ohne Ziehen, ohne Schubsen beim Schuss. Das geht nicht. Das ist der beste Sturzstrecker. Ja! Und zurück. Und laufen. Und Ballrolle rein. Und das ist das 1:0. Memphis Depay, Junge. Für Ghana, für Barcelona. Sarabia. Komm. Digga, das ist der 73 Pace, Digga. Wie setzt du dich denn da ganze Zeit durch auf den Außen, dein scheiß Sarabia, Junge? Martinelli. Soler, zweite Reihe. Mann. Nein! Testegen, Mann. Hä? Halbzeit, ich dachte Elfer oder so. Weswegen? Ich hab gar nichts gemacht, Junge. Ja, man kennt die Hoffnung. Ja. Du willst mich nackig machen, das ist das denn? Der will mich nackig machen. Erstes Spiel gegen Kollege Bock gar nicht zu verlieren. Wait! Ich halte ab jetzt meine Klappe, ich muss hier gewinnen. Ich hab keinen Bock genervt zu werden, zwei Wochen lang. Nein. Ja. Mach ich's. Ja! Abseits! Ja! Dann gehst du zum Abseits! Jetzt! Ja! Energie! Er move Torwart! Hör doch auf, Junge! Du hast nicht Torwart am Apparat! Da geh nicht mal aufs Tor! Siehst du noch? Druck drauf! Start dabei! Mach ihn! Ja! Komm! Nein! Ich verliere gegen den Pisser da drüben auf der anderen Seite. Nein! Junge, nein! Geh doch mal so! Ich verliere und ihr so krasse Spieler, Bro, mein Team! Ich hab keine Lust! GG, Mann. Ich hab nichts. Diese Vlahovic, ne? Kein Wunder, dass Juve so scheiße ist. Du kannst gar nichts. Er hat doch dein Tor geschossen. Warum beleidigst du? Ja, er soll nicht nerven. Das war sweaty goal. So, Freunde, mein Team ist umgestellt.
Ich bin mal krass gespannt, für welche Position du dich hier heute entscheiden wirst. Ich habe die 4-2-4. Das Ding ist, bei einem Pick, ne, das kann immer relativ böse enden. Ich sehe ja Lucio, ich sag dir, wie es ist. Ich habe Foden, ich habe Bremer, ich habe Haaland, ich habe Lucio, ich habe Sterling, Petri, ich habe 5-6 gute Karten, also die richtig wehtun würden. Ist doch eine gute Quote. 50% auf jeden Fall, dass ich jemanden treffe, der ein bisschen schmerzt. Bockt auf jeden Fall. Ey, überleg, wir machen noch einige SBBs zusammen, ne? Deswegen überleg dir gut, was du jetzt erinnern. Alles zurück. Ich kann mich so erinnern, FIFA 22, unser erstes SBB oder unser zweites, das war mein Werner direkt, da war eine Million. Also wenn Lucio oder Haaland heute flöten geben, it is what it is, sag ich dir so, wie es ist. Na, komm, mach. Komm, wir nehmen den, du hast damals, glaube ich, bei mir den linken Innenverteidiger genommen, den nehme ich jetzt bei dir auch. Linker Innenverteidiger. Road to the Knockout Bremer. Ist okay, ich mit leben, aber ist auch ein bisschen eklig. Road to the Knockout Bremer, Freunde. Ich mache eine SPC fertig. Haaland, Lucio waren im ZM, Foden war im Tor. Ja. Was kostet Foden? Was kostet Lucio? Ah, scheiß drauf, hast du eh nicht getroffen. Brauchst du nicht wissen. Bremer hast du getroffen. So, die Gold-Upgrade-SPC ist fertig. Bremer wird abgegeben. 7777 Likes wollten wir sehen. Lasst gern kostenlos Abo da, Freunde. Check Jessys Kanal ab, da kommt auch noch ein SBB online. Da hole ich mir die Revanche und da kriegst du deinen Discard zurück. Wir sehen uns, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Peace. Ciao, ciao.